Als angekündigt, kehrte Vanessa Mai mit dem Projekt Wolkenfrei in der Giovanni Zarella Show zurück. Neben einem Medley präsentierte sie auch einen neuen Song. Viele Fans haben sich auf diesen Abend gefreut. Vanessa Mai, 30, hatte ihr Wolkenfrei-Comeback in der Giovanni Zarella Show im ZDF. 2015 hatte sich die Band aufgelöst, Mai hatte danach eine Solokarriere gestartet. Im vergangenen November hatte sie das Comeback genau in der Show angekündigt. Zunächst präsentierte die Sängerin am Samstag, 25. Februar 2023, ein Medley aus den schönsten Wolkenfrei-Songs. Danach flossen sogar Tränen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt heulen muss, sagte Vanessa Mai nach ihrem Auftritt im Gespräch mit Showgastgeber Zarella. Überwältigend. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich hätte nicht gedacht, dass es so emotional wird. Ich habe einen Traum gehabt und ich glaube, man muss an seine Träume glauben. Das neue Wolkenfrei-Album wird den Titel Hotel Tropicana tragen. Als ersten Vorgeschmack sang die 30-Jährige am Samstag schon mal den Song Uns gehört die Welt. Einigen war beim Betrachten ihres Auftritts nicht ganz klar, wo denn nun der Unterschied zwischen einem Vanessa Mai-Auftritt und dem von Wolkenfrei liegen soll, zumal sie weiterhin alleine auf der Bühne stand. Ein Twitter-User gab eine gute Einordnung, als Wolkenfrei zog sie sich normal an und sang Schlager, als Vanessa Mai waren zeitweise nur gefühlte 20% des Körpers bekleidet und sie machte musikalisch Experimente beispielsweise mit Rappern. In der Tat präsentierte sich die Sängerin in der ZDF-Show mit schlichten Outfits und sang typischen Schlager. Ich weiß, dass in den letzten Wochen und Monaten echt viel spekuliert worden ist und ich weiß, dass immer geschrieben wurde, kehrt sie jetzt dem Schlager den Rücken? Meine Wurzeln und meine Heimat wird immer der Schlager bleiben, hatte sie vor dem Auftritt gesagt.